Also, Jane Kitty, ihr segelt davon und wir müssen hier irgend. Also, nochmal. Was haben wir tun? Buch. Auch oh, können wir Buch aufrüsten? Hey, das wäre doch. Was ist das kleine Ding dort? Das kleine Scheißding da. Auf ein Wort, der Herr! Hey Mann, was leckt das um? Kann man da süffen? Seid ihr doch Herzen brennen, die sind ja nicht ganz dicht am Tag. Ey. Ja, da ist am Löffel. Die. Captain, habt ihr einen Moment? Ja. Ich brauche Geld, um eine Schiffswerft zu errichten, Captain. Je schneller ich das Geld bekomme, desto eher beherrschen unsere Schiffe die See. Aha. Das wäre doch noch etwas, hä? Dann könnten wir hier uns auch ein bisschen aufrüsten. Was darf's denn heute sein? Sorry. Nein, alter Mann. Zucker verkaufen. Jawohl. Das brauchen wir nicht. Warum? Jetzt mal bestätigen, auswählen. Ich werde und ja, ein bisschen weniger. Komm, warte mal. Eine Jagdbeute, die Balti. Kaufen. Oh, warte, was ist das gesehen? Kaufen. Jetzt Munition mal über Mörsergeschosse. Jawohl. Immer gut. Jawohl. Auch das. Feuerfässer. Ja, das sieht da auch, haben wir ja genug von der. Rumpf ausbau. Oh, da müssten wir 200 Holz haben. Da haben wir nochmal 75 und Metall 100. Aha. Das wäre dann einmal irgendetwas zu Metall. Also Metall und Holz ist aber schon unwichtig. Stärke der Rundkugeln. Oh, wieder die 12 Riesen. Große Schäden, massive Schäden, das klingt schon besser. Oh, 200 Metall. Oh je. Aber ich glaube, auf Metall muss ich extrem ausgehen. Da auch 200. Also Metall, also das heisst, mal schauen, dass man könnte, Schiff angreifen und versenken. Lager für Feuerfässer. Ja, 1500, das können wir. Das ist nicht so schweineteuer. Mannschaftsquartiere, da müssten wir Stoff, also Stoff, Holz und Metall, das ist extrem. Ja.
Wachtel, das wäre doch noch was. Ne? Da haben wir nichts. Einfach zu wenig. Also Frachtraum. Und die 6000 nehmen wir nochmal. Das geht nicht. Das geht alles nicht. 12.000. Mann, dann habe ich nur noch 8. Nein, da warte ich jetzt noch. So machen Geschäfte Freude. Helle? Und ich hatte die Geschäfte organisiert. Danke immer dran. Danke an mich. Ja. Mann, hat er nicht einmal anständige Leiter oder irgendetwas? Hey, oh, der Captain ist zurück! Oh, yeah! Da kommt Stimmung auf! Ja! Ah, oh, warte, jetzt sind wir hier zuerst da. Captain ist am Steuer! Halt! Ah, oh, das ist doch ein Mittel. Ah, wir müssen zuerst den See stechen, jetzt habe ich es geschnallt. Na jo, sorry. Ich hab gemeint, ja, ja, schnall das Steuer und dann kannst du, ja, nicht. Ja gut, die lange, also Wir haben einen Haufen Seekarten und Logbücher und dergleichen in diesem Dorf gefunden. Sie liegen sortiert in der Kapitänskajüte der Jackdaw. Echte Wertarbeit. Seekarten und Logbücher? Könnten hilfreich sein, wenn wir entscheiden, eine eigene Flotte zu bauen. Das dachte ich mir auch, Captain. Sieh es dir mal an und sag mir, was du denkst. Also. Wenn du das unbedingt wünschen würdest. Ade vale. Ah, jetzt können wir da auf die Karte zurückgreifen. Kenway's Flotte. Ah, was ist denn das? Wählen Sie eine Route, beachten Sie dabei das Risiko. Eine sichere Route wählen. Link drücken, um verfügbare Handelsmissionen anzuzeigen. Aber ich habe ja kein Schiff, nix. Nein. Ja. Nein, da müsste ich ja zuerst irgendwie ein Schiff haben. Damit die. Das heißt, wir müssen das Schiff kaufen und nicht versenken. Oder? Wenn ich das jetzt richtig sehe, weil mit meinem Schiff kann ich ja. Das kann ich ja nicht auf ein Ding schicken. Was mache ich denn? Was sagt denn da? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Oh, Metall, die an ihr Stoff, Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Wir sprachen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Krise, oh, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Und ich war weg. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Mehr Segel! Alle Segel! Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Nein, ich weiß schon, wer das hier ist. Kopfsegel reffen! Bergen! Alle Segel bergen, Männer! Nein, nicht alle. Gib mir etwas Fahrt! Haltet euch fest! Halt! Schiff verfolgt uns, Sir! Schoner! Auf ganze Feuer! Der Treffer kann sie ablegen! Feuer! Haben Befehle! Vorsicht, Captain! Feuer! Dort ist sie verwundbar, Captain!
Konzentrier dich auf die Kräfte! Mann, voll im Kraft! Feindliches Feuer! Rahm- und Marssegel fest, Dumme! Wir müssen diesen Bereich neu aufbauen! Kriegt jeden fetten Stoff in den Wind! Los, ihr Fiene, ho! Da auf Fuß! Feuer! Mann, jetzt wird's auch. Du wirst uns versenken, Kenway. Nee, nee. Feuer! Ja! Ja! Bereit zum Feuern, Cap! Aufgeilen! Nehmt Druck vom Bauch! Oh, Mann. Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Schlägt doch gar nicht mehr. Feuer! Noch ein direkter Treffer und die geht unter! Schiff ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer! Sie feuern, Sir! Macht euch bereit! Minen im Wasser, Sir! Ah, shit, ja, yeah, das war too much. Das war ein bisschen too much mit den 3-4 Schiffen. Ah, die Verlockung war gross gewesen, so viel Metall. Unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kitt sprach von einer Prise, oh, die je, wir unten in Toluca sein wollen. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Feuer! Feuer! In die Wand alle Segel reffen! Mehr Segelmänner! Hoch die Wanden! Feuer! 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 Mann! Feuer! Visita, Scheiße, volle Breitseite. Feuer! Feuer! Oh Scheiße, sind sie noch versandt, oder was? Nein. Mann, wir sind voll drunter, die. Segel! Leck mich doch am Ganzen. Jetzt zeigt er die Segel einholen! Leck mich doch, die. Alles klar! Ran an die Beute! Los, Kenway, die Drehbosse! Mann, das bleibt hier nicht. Oh,
Mann, sie ist die weit oben. Ja, die ist normalerweise eben zu oben gestorben. Ronda mit der Flagge und hießt unsere. Oh, Massi Holz. Sehr gut, 5 Kilometer. Checktor reparieren, wenn wir in Kenway's Flotte aufnehmen, natürlich. Machen wir doch. Unser erstes Schiff, das wir haben. Also, das heisst, das zweite in der Flotte. Das erste in der Flotte, aber das zweite insgesamt. So, jetzt. Ah, oh Gott, oh Gott. Ist das manchmal. Die Hauptsegel in den Wind! Ist das manchmal vom PC? Segelreffen raus aus der Bö! Los, dreh das Schiff! Zieh! Jetzt gibt's eigentlich noch mehr Reis. Wie soll denn der Hafen anlaufen? Jo. Wie weit der Weg ist das Ding eigentlich? Das Ziel. Hallo? Bin ich irgendwie. Ihr leckt mich doch dit. Ganz da über. Warte mal. Dann jetzt müssten wir zu irgendeinem Hafen anlaufen, also entweder schnell ein Ding machen. Ein schneller Reis. Ein sicheres Gebiet. Aber dann, ich glaube eben, dass wir dort rauf gehen wollen. Aber wenn wir ja da noch einen schnellen Reis machen, dann können wir schnell mal da schauen, was da ist. Oder könnten wir das Schiff auch den Ding reparieren im mit der Kajüte? Das wäre die andere Möglichkeit. In die Rahn aus dem Wind! Topsegel aufgehalten! Hauptsegel! Schnauze, Fury! Na lieber, das. Das wäre natürlich mega cool. Nein. Reparieren. Hast vergessen. Du musst zu meiner Hafen. Also. Und bevor wir da weitermachen, mache ich da schnell ein Päuschen und dann werden wir mal das Fragezeichen ansteuern. Also, bis dann.